sofort durch. Schwierig, ich fahr ganz normal an. So, David, hat sich die Arbeit gelohnt? Ja, auf jeden Fall. Monatelange Stress. Monster. Hä? Monster. Uiuiui. Ey, weißt du, was das Problem ist, Rafet, hier? Was? Das ist so ein scheiß Material, ey, dass ich mit dem Wick-Schweißgerät gar nicht schweißen kann. Ne? Das sind eigentlich alle Dings, Edelstahl. Ja, bei uns im Wickgerät, ach, bei uns hier im Mackgerät können wir das auch schweißen, aber das Problem ist, das ist so dünn, ich muss mit der untersten Stufe schweißen. Krank, ey. Also, bei manchmal echt Material nicht sparen, ey. Nur Löcher, ich hab nur Löcher. Unser erster Dompipe für den Lupo 1.8T. Keine Angst, hier ist einmal der Flexrohr, was ihr nicht denkt, dass er nicht flexibel ist. Aber ich habe den trotzdem einmal komplett gemacht. Ist eigentlich Schwachsinn, weil er hier sehr viel wackelt und hier einfach kaputt macht. Aber egal, hier habe ich den befestigt, hier habe ich den befestigt, hier habe ich den befestigt. Falls er mal hier kaputt gehen sollte, nicht schlimm. So, was uns jetzt nur noch fehlt, ist dieser 2,5 Zoll. Den machen wir hier drauf. Ich weiß noch nicht, ob wir da eine Schelle drauf machen oder nicht. Ich packe den erstmal drauf und danach schauen wir, wie der von unten aussieht. So wird das Ganze aussehen. Hier haben wir schön, hier wackelt der. Das nehmen wir so raus hier, das schneiden wir weg. Oder wir könnten sogar hier irgendwas drauf machen, ne? Dass der hier nicht wackelt. Ja. Ja. Und dann hier, da kommt ja wieso der originale Auspuff. Habe ich ja gesagt, den originalen Mitteltopf, Endtopf nehmen wir. Ne, Understatement. Weißt du, was wir machen hier, Rafet? Was? Ich schneide das hier ab und dann kommt dieses Rohr rein. Dann kommt dieses Rohr einmal hier rein. So. Was sagst du, Rafet? Krass. So, machen wir den rein. So, und dann. Ja. Passt schon. Lass einmal den hier wegflexen und den hier wegflexen. Wir bauen ja jetzt gerade zusammen und haben Folgendes festgestellt, dass der hier viel zu lang ist. Ich weiß nicht, ob das der Original ist, ich schätze mal, der wurde mal eingebaut. Und der ist viel zu lang, der berührt am Anlasser. Und ja, den kriegen wir auf jeden Fall nicht drauf. Aber ich habe mir jetzt was Folgendes überlegt. Ich habe von der A-Klasse noch einen gehabt und habe Folgendes gemacht. Habe das Ganze hier dran gemacht. Ne? Ja, und wir sind jetzt soweit. Ich habe den jetzt provisorisch erstmal drauf geklatscht, sodass wir erstmal gucken, ob der funktioniert, weil ich weiß nicht mehr, ob der funktioniert. Das wollten wir gerade testen und nehmen euch natürlich mit. Nur, wir müssen einmal aufpassen hier, Rafet, dass wir nicht irgendwo drankommen. Ah, wird gefährlich so. So, und jetzt schauen wir mal. Wow!
richtig, ne? Puh. Kühlt aber ganz gut. Probier mal mit deiner Hand, ob der jetzt richtig kühlt. Ja, ne? Okay. Das war's. So werden wir das auf jeden Fall, so haben wir das Problem erstmal gelöst. Weil das ist jetzt auch kein Auto, wo wir jetzt stundenlang damit ballern, weil da ist der Kühler auf jeden Fall nicht dafür geeignet. Das ist jetzt nur dafür da, dass wir ab und zu ballern. Ab und zu. So, wir werden das jetzt ganz einmal schnell einbauen und dann machen wir weiter. Was denn? Ja, jetzt haben wir erstmal alles provisorisch dran. Raffet. Und jetzt möchte ich mal schauen, was das Ding drauf hat. Ich freue mich. Also wir werden jetzt nicht fahren, ne? Das. Sobald ich nur ein bisschen Gas gebe, ja, dreht er sofort durch. Ich schwör's dir, ich fahr ganz normal an. So, eine, jetzt gib mal. Gib mal. Erste Teil, oder? Ja, gib mal Gas. Ja, Gas los, Kupplung loslassen. Was ist denn los mit dir? Kommt der loslassen? Ja, natürlich. Hat sich die Arbeit gelohnt? Ja, auf jeden Fall. Monatelange Stress? Monster. Hä? Monster. Und macht's Spaß? Ja, macht's jetzt Spaß. Schon? Ja. Aber wir haben noch genug Arbeit vor uns, glaube ich. Ja. So, wir haben jetzt alles fertig. Also was ist alles fertig? Ne? Da muss doch zusammengebaut werden. Stoßstange drauf, innen drin zusammenbauen, Kabel schön verlegen, Wasser. Behälter haben wir einen langen Weg. Wir werden den auf jeden Fall irgendwo hier hin reinklatschen. Aber Jungs, das ist alles Zukunftsmusik. Das ist für mich jetzt, weil, stellt mal vor, ich fahre gleich ein paar Stunden los. Ich muss den Video noch rendern, hochladen. Also, tut mir leid, wenn das Video irgendwie ein bisschen wird, weil ich muss alles auf die Schnelle machen, weil es sind nur ein paar Videos, die ich hochladen muss. Aber egal, komm, ich will jetzt auch nicht viel labern. Ich will einfach nur einmal Danke sagen an alle, die hammergeile Kommentare immer geben, die mich immer unterstützen bei der Sache, von Anfang an unterstützt haben, muss ich einfach nur Danke sagen, dass wir so ein Projekt auf die Beine gestellt haben. Ich danke nochmal hier an den A3, ich glaube Marcel hieß der,
Jan, wie heißt der, weiß ich gar nicht mehr. Aber Koni kann ich mich erinnern. An Koni, an seinen Freund. Dankeschön für das Auto. Das Ding ist einfach nur brutal geworden. Ich freue mich drauf auf die ersten Fahrten. Ich freue mich drauf auf den ersten Viertelmeile damit. Ich freue mich einfach drauf. Also was wir jetzt einfach nur machen, nichts. Ich werde jetzt erstmal schön in den Urlaub gehen. Ich werde mich jetzt 4 Wochen erstmal schön erholen. Und vielleicht werde ich ja nochmal den ein oder anderen Video nochmal raushauen dort. Weiß ich nicht, vielleicht mal ein Real Talk über das Ganze, was mich das Ganze im Endeffekt gekostet hat. Auf jeden Fall an Geld nicht viel, aber an Nerven sehr viel. Jungs, ihr glaubt es nicht. Das stellt man sich echt so einfach vor. Der Umbau war hammerkompliziert, weil wir eigentlich nur den A3 genommen haben. Deswegen, wir haben uns halt einfach nur zu kompliziert gemacht, weil wir im Endeffekt Low Budget gemacht haben. Und es ist ein Low Budget. Wir sind immer noch bei 500 Euro und jetzt haben wir noch das Ganze hier. Die Düsen sind defekt, die ich gekauft habe für 270 Euro. Jetzt stellt man euch mal vor, ich habe jetzt andere Düsen von dem S3, was ich noch hatte. Also müsst ihr euch nochmal diese 270 Euro nochmal abziehen. Also hat das Ganze fast, ich sag mal, einfach 300 Euro gekostet. Und das ist krass, ne? Und deswegen, die Leute, die das nicht wissen, dieses Projekt von Anfang an nicht mitbekommen haben und dann halt nur sagen, ey, warum hast du das so oder so gemacht? Es ist einfach nur dafür da, dass es low budget war. Das Ganze ist einfach nur low budget, was nur geht. Dieses Auto ist für die Rennstrecke gedacht. Es ist nicht straßentauglich, aber wenn wir den fertig haben, komplett mal fertig haben, kann das mal sein, dass wir vielleicht mal zum TÜV gehen und den einfach mal vorzeigen und mal gucken, was der TÜV sagt. Ne? Ich glaube er zwar nicht, aber man kann es natürlich probieren. Einfach mal hingehen, die schreiben uns Mängelberichte auf und sagen, wenn du das machst, dann kriegst du vielleicht TÜV. Und dann, wer weiß, ist das Auto vielleicht der erste Lupo 1.8T, der eingetragen wird. Ich weiß nicht, ob man das eingetragen hat. Gibt es bestimmt schon ein paar Autos, die eingetragen sind. Aber ihr seht, wir sind fertig. Wir werden nochmal gleich ein paar Einblende bringen, wo ich den ersten Mal gefahren habe. Ich sage euch, Jungs, ehrlich, ich drücke kein Gas. Wir bremsen direkt ab, weil wir echt so viel Panik haben. Das Ding hat so eine Kraft. Und ihr müsst euch vorstellen, es ist der erste Gang. Jetzt stellt mal vor, wir werden mit dem dritten, vierten Gang beschleunigen. Das Ding ist ein Biest, auf jeden Fall. Und das haben wir hingekriegt, dass wir in so einem kleinen Anführungsstrich kleinen Pissdingen so viel rausgekitzelt haben, weil der Wastegate ist jetzt komplett zu. Das heißt, wir haben volle Ladedruck zurzeit. Und das ist krank. Und das merkst du direkt auch. Du tippst nur die Kupplung an, Kupplung los, bisschen Gas geben, das Ding dreht durch. Du kannst keine, also man muss mit dem zweiten Gang starten. Ehrlich, so ist der gerade. Auf jeden Fall, so sieht der aus. Ich brauche nichts mehr sagen. Alles komplett fertig machen. Er sieht jetzt nur noch so aus. Wir wollten einfach nur für euch nur ein paar Einblende machen, so dass wir den einfach nur mal starten können und ein bisschen fahren können. Ich muss noch sehr viel dran machen. Was heißt sehr viel dran? Also im Endeffekt nur einen Tag Arbeit noch, den komplett zusammenbauen, Kabelbaum zusammen schön machen, Stoßstange schön drauf machen, nochmal einen Luftfilter und so reinklatschen. Das ist Pilipalle. Wichtig ist jetzt, das Ding fährt. Lüfter habt ihr ja mitgekriegt, den haben wir vorne eingebaut, das Ganze. Den werden wir nochmal separat mit einem Lüfter. Das heißt, den Lüfter werden wir permanent laufen lassen. Ne? Innen drin werde ich einen Schalter einbauen, Schalter aktivieren und der wird nur laufen. Das möchte ich auf jeden Fall, weil das wäre mir zu schade. Weil der Kühler, ihr seht, das ist ein Originalkühler und der muss auf jeden Fall richtig ballern, der Lüfter. Permanent an, egal, auch wenn er warm wird, auch wenn wir den Turbo da weghauen. Das ist mir alles egal. Freut euch auf die nächsten Videos, weil ich freue mich genauso auf die Videos. Und abonniert diesen Kanal, wenn ihr es nicht gemacht habt, würde ich mich drauf freuen. Dankeschön an die Neuen, die es abonniert haben. Danke an die treuen Abonnenten, die mich ganze Zeit treu begleiten. Dankeschön auf jeden Fall. Ich mache erstmal Urlaub. Ich schalte jetzt 4 Wochen erstmal ab. Und danach sehen wir uns in alter Frische. Und ja, passt auf euch auf. Nicht zu schnell fahren. Wir sehen uns. Bis zum nächsten. Ciao, euer Kfz-Fuzzi.